Hallo, ich bin Christine und ich werde euch durch diese DVD führen. Für mich ist Kitesurfen der schönste Sport dieser Welt. Und von der vielen Freude, die ihr mir schon gegeben hat, möchte ich euch mit meinen Tipps und Tricks gerne etwas abgeben. Im folgenden Trainingsprogramm führen wir euch systematisch von einem Manöver zum anderen, wobei ein Trick auf den nächsten aufbaut. Egal, ob ihr Anfänger, Aufsteiger, Fortgeschrittener oder ambitionierter Kitesurfer seid, steigt einfach in das für euch passende Kapitel ein und macht mit. Wichtig dabei ist es, dass ihr die Tricks erst verinnerlicht, bevor ihr dann versucht, sie auf dem Wasser umzusetzen. Unser Ziel ist es darum, mit Zeitlupen und genauen Erläuterungen die Tricks so verständlich wie möglich darzustellen. Habt ihr weitere Fragen zum mentalen Training, könnt ihr natürlich jederzeit auf unser Buch Kitesurfen mit Christine Böse zurückgreifen. Und jetzt aber erstmal viel Spaß mit dieser DVD und viel Erfolg! Wasserstart. Nachdem das Kite-Gefühl trainiert und perfektioniert ist, geht es mit dem Wasserstart jetzt aufs Board. Der Kite wird mit einer Hand gesteuert und im Zenit gehalten. Die andere Hand greift das Board und zieht es heran. Die Füße schlüpfen fest in die Fußschlaufen, die Knie bleiben dabei eng angewinkelt. Nun gilt die Konzentration dem Kite. Dieser wird von 12 Uhr erst ca. eine Stunde entgegen der geplanten Fahrtrichtung gelenkt. Und von dort wird er mit einer intensiven Lenkbewegung in die geplante Fahrtrichtung gestürzt und entwickelt Druck. Nun aus der Körpermitte auf das Board raufziehen lassen, dabei dem Kite folgen und langsam übers hintere Bein aufstehen. Das hintere Bein belasten und leicht angewinkelt lassen, das vordere Bein weitestgehend durchstrecken und mit der Belastung auf der Fersenkante weiterfahren. Und in der Gleitfahrt nun diese ersten Meter auf dem Board genießen. Hier in der Totalen nochmal schön zu sehen, den Kite erst etwas in die entgegengesetzte Richtung lenken, um auszuholen und dann intensiv und tief in Fahrtrichtung fliegen und dort auf ca. 45 Grad stehen lassen. Je weiter der Kite erst in die entgegengesetzte Richtung geflogen wird, desto tiefer fliegt er dann ins Windfenster. Je tiefer er ins Windfenster fliegt, desto mehr Druck baut er auf. Das bedeutet, je leichter der Wind, desto mehr muss mit dem Kite erst ausgeholt werden. Und so sollte das aus eurer Perspektive aussehen. Bei den ersten Wasserstartversuchen kann es sehr hilfreich sein, die Ellenbogen auf die Knie zu legen. So habt ihr eine stabilere Körperhaltung und wenn ihr eine Böe in den Kite bekommt, dann könnt ihr nicht so schnell aus eurer Position gerissen werden. So wie hier schön zu sehen. Und hier nochmals zum Verinnerlichen.